Auch wenn nicht auf den ersten Blick erkennbar. Der Bahnhof in Gräfenthal ist schon lange kein richtiger Bahnhof mehr. Umgewidmet zum Wohnhaus ist er heute nur noch die Adresse für den Haltepunkt der motorisierten Draisine, die als touristische Attraktion ehrenamtlich von Eisenbahnromantikern betrieben, Rennsteig und Zopdetal in gemütlichen 2 Stunden verbindet und dabei allein mit 5 Viadukten ingenieurtechnische Meisterleistungen der Eisenbahnpionierzeit nahezu im Schritttempo bewältigt. Aber auch der Bahnstrecke selbst droht nun, mehr als 20 Jahre nach der Einstellung des Bahnverkehrs, die Umwidmung und damit wohl das endgültige Aus. Längst schon quetschen sich armdicke Bäume durch Schwellen und Weichen. Längst schon ist Gras über die Hintergründe der Entscheidung gewachsen, die die mittlere Rennsteigregion vom nationalen Schienennetz abschneidet. Vielleicht muss man mal grundsätzlich sagen, es betrifft insbesondere Ostdeutschland, dass nach der Bahnreform, als dann auch der öffentliche Personennahverkehr auf der Schiene auf die Länder übertragen wurde, haben die Länder, insbesondere aber die Landkreise, durch ihre Gründung von kreiseigenen Busbetrieben aktiv dagegen gekämpft, dass die eine oder andere Strecke überhaupt noch bleibt. Das gilt für diese Strecke genauso wie für zig andere Strecken in anderen Ländern, ob in Sachsen oder in Brandenburg. Viele Bahnstrecken sind seit 1993 über den Jordan gegangen, weil die Landkreise den Nahverkehr nach ihrem Wirtschaftsplan ihres Busunternehmens gestaltet haben. Das andere ist, dass es eine Rechnung mit Sicherheit nicht gab bei der Bahn, weil die Bahn ja diese Nebenstrecken selber sowieso nicht mehr betreiben wollte. Das sollte ja in kommunale oder in Landesgesellschaften überführt werden. Das ist aber fast nirgends gelungen. Damals wurde hochgebogert mit der alten Landrätin, das Landkreis Salvetrulestadt. Es wurde die Strecken vermessen und bevor die Vermessung durchgeführt wurde, war schon das Messprotokoll fertig und festgelegt, dass die Strecke so kaputt ist, dass sie instand gesetzt werden muss. Der öffentlich bestellte Nahverkehr drauf war, war man der Meinung, dass das Land jetzt in die Breche springt und das Geld flüssig macht, um die Strecke wieder instand zu setzen, obwohl es Aufgabe der Bahn gewesen wäre. Hochgebogert und leider verloren. Danach muss der Verkehr abbestellt werden, weil eben die Strecke auf dem Messprotokoll defekt war oder kaputt. Und bis heute haben wir das nicht geschafft, die Strecke wieder dort in Betrieb zu nehmen. 2020 scheint es mit dem Zukunftsbündnis Bahn plötzlich die greifbare Chance zu geben, diese Entscheidungen zu revidieren. Allein, es braucht eine laute Stimme, um im Chor all derer gehört zu werden, die genau ihre Bahnstrecke reaktiviert sehen möchten. Und eben um ihre Stimmen zu bündeln, treffen sich im Juni an geschichtsträchtiger Stelle im Probstzeller Haus des Volkes Vertreter von Kommunen und Verbänden, Lokal- und Landespolitiker. Eingeladen und angeführt, eigentlich aus privater Initiative eines Wahlberliners, der aus hehren Motiven für die Belebung seiner Heimat trommelt. Weil ich 46 in Gräfenthal geboren bin, ich bin dort zur Schule gegangen, bevor ich dann nach Weimar zum Studium gegangen bin. Und das interessiert mich sehr, weil man merkt immer, dass in der Region immer weniger wird. Und gerade an meinem Heimatort in Gräfenthal ist es ganz deutlich. Ganz deutlich wird immer weniger, die Leute werden lustlos. Sie machen der Tagesablauf läuft so hin. Aber es ist kein richtiger Höhepunkt mehr drin. Und wir denken, dass wenn die Strecke aktiviert wird, viel dazu beigetragen wird, dass wieder ein bisschen Leben in die Stadt kommt. Dazu will Heiner Paschold mit seinen Mitstreitern um den Schmiedefelder Siegfried Hetzer und Markus Büttner aus Lichte den Schulterschluss einer ganzen Region organisieren, um am Ende Millionenbeträge aus der Landeskasse locker zu machen, einen Infrastrukturbetreiber und ein Eisenbahnunternehmen zu finden. Und genau deshalb fährt der Max-und-Moritz-Verein schon seit mehr als einem Jahrzehnt Draisine, erhält Befahrbarkeit der Strecke im Rahmen des ehrenamtlich Machbaren und knüpft die Fäden mit allen Akteuren in der Region. Die Gleisindustrie hat damals noch vor der Übernahme aus dem Konsortium der Ansdaler Glaswerke, also sprich Betriebsführung aus Wuppertal, symbolisiert, da waren wir schon viele Schritte weiter.
die Strecke zu kofinanzieren und dort einen Verkehr dort abzuwickeln. Wir haben vorhin ja Zahlen gehört von 700 bis 800 Tonnen Zuschauerstoffe täglich. Wenn man rechnet, 25 Tonnen bekommt der LKW drauf und fährt leer wieder zurück, was hier an der Region, sprich Lichte, Schmiedefeld und Biesau für LKW-Verkehr läuft, den man dann einfach an den Orten vorbeiführen kann auf der Schiene, um auch zum einen die Strecke zu finanzieren, die Region umwelttechnisch zu entlasten und auch für die Bevölkerung und natürlich dann positiv natürlich auf den Streckenabschnitt danach den Personenverkehr zu realisieren. Dann ist der Schritt nicht mehr weit, auch das Sonnenberger Netz wieder anzubinden an den Bahnhof Saalfeld bis hin dann in das Saaletal. Die Frage ist, hat jemand schon mal die wirtschaftliche Region am Rennsteig betrachtet? Nicht nur touristisch, sondern auch wirtschaftlich, ne? Mit einem gefühlten Einkommen, das so hoch ist wie eine Stadt aus der südlichen Region im Landkreis, ne, Föritztal und so weiter, sind wir oben sehr gut aufgestellt. In Neuhaus, in Ernstthal, in Lauschau, alles Zentren der Industrie, so muss man das sagen. Ne? Nicht nur Autoindustriezulieferer, sondern auch Glasindustrie, Medizin, alles ist hier. Und wir sind davon abhängig, dass hier nicht nur die Straßen und die Infrastruktur ÖPNV passt, sondern auch der Zugverkehr. Und das ist eben nicht der Fall. Und deswegen ist diese Strecke, 28 Kilometer, die neu eröffnet werden müssten, äußerst wichtig für Wirtschaft, Region, Tourismus und für die Menschen hier. Auch wenn sich an diesem Tag im Probstzeller Haus des Volkes mehrheitlich die Befürworter der Reaktivierung treffen und sich gegenseitig ihrer Motivation versichern, Entscheidungen werden in Kürze fallen müssen. Treiber dazu sind der drohende Ausstieg der deutschen Regionaleisenbahn oder aber doch ein Sinneswandel in Erfurt im Zeichen neuer Beliebtheit des Bahnverkehrs. Wir kommen aus dem Deutschen Bahnkundenverband. Das ist ein gemeinnütziger Interessenverband der Güterkunden und Fahrgäste auf der Bahn. Und dieser Bahnkundenverband hat 1993 nach der Bahnreform eine Selbsthilfebahn gegründet, das ist die Deutsche Regionaleisenbahn. Und die Deutsche Regionaleisenbahn, die hat also nach dieser Bahnreform 93 überall versucht, Strecken zu reaktivieren, zu retten erstmal. Und einige Strecken sind eben noch auf Halde, weil sie sehr anspruchsvoll sind, wie hier mit den Ingenieurbauwerken. Und andere Strecken sind auch wieder in Betrieb gegangen. Also wir haben fast 20 Strecken wieder in Betrieb genommen und haben noch 12 Strecken, die noch rumliegen. Und da ist eine davon diese hier. Allerdings kann man sich aufgrund der Verkehrssicherungslasten das nicht mehr so leisten, bei so einer Strecke jetzt mit im Gebirge, mit Ingenieurbauwerken, dann irgendwo aus der Tasche oder der Förderverein hier ständig diese Maßnahmen durchzuführen. Also der Förderverein macht ja schon das Notwendigste, aber man braucht auch manchmal dann größere Maßnahmen. Wir haben jetzt die Strecke seit 2007 und wir sind jetzt gerade wieder an einer Grenze, wo wir eine Kündigung aussprechen könnten zum Jahresende und uns dieser Aufgabe dann eine Strecke vorzuhalten, zu entledigen. Und diese Entscheidung steht jetzt bei der Regionaleisenbahn an. Unser Förderverein des Deutschen Bahnkundenverbandes, die Max- und Moritzbahn hier, der ist natürlich dabei, uns davon abzuhalten, und jetzt versuchen wir halt gemeinsam irgendwie nochmal einen Weg zu finden, aber wir haben eben schon inzwischen den Punkt erreicht, wo wir die Brücken definitiv anfassen müssen. Bisher haben wir sie erleichtert und jetzt müssen wir sie aber richtig anfassen, und das kostet Geld und das hat nur einen Sinn, wenn auch das Geld über Verkehre wieder reinkommt. Erfurt ist in erster Linie gefragt, ist ganz klar, weil, wie gesagt, wir kennen jetzt das Abschlussprotokoll ja leider noch nicht vom Zukunftsbündnis Schiene, vielleicht fragen Sie da einfach mal beim Verkehrsministerium nach. Und dort haben wir zumindest diese Strecken mit eingebracht, auch diese Strecke. Ich sitze ja selber in diesem Lenkungsausschuss, aber ich habe eben noch nicht das Ergebnis, was jetzt gerettet wird und was nicht gerettet wird. Das andere ist aber, das sind die Koalitionsverträge in einigen Ländern, auch in Thüringen, die also diese Reaktivierung von Strecken beinhalten. Und da würde ich eben dem Land empfehlen, die gewidmeten Strecken zunächst mal zu reaktivieren. Da gehört diese auch mit dazu. Gleise und Schwellen sind im Wesentlichen unversehrt und haben auf dem Papier zumindest noch 20 Jahre Betriebszulassungen. Noch ist lediglich auf 26 Streckenkilometern Buschwerk zu entfernen und die Schiene ist frei, vom Rennsteig zum Bahnknoten Probstzeller an einer der wichtigsten Nord-Süd-Trassen durch Deutschland. Ob allerdings das Geld dann auch noch für die im Sinne des Klimaschutzes wohl unerlässliche Elektrifizierung reicht, ist sicher ein anderes Kapitel.